Das große Festwochenende zur 1000-Jahr-Feier von Brockwitz vom 20. bis 22. Juni begann am Freitag mit der Eröffnung durch OB Neupold. Extra für ihn und den erschienenen Schirmherrn Landtagspräsident Dr. Matthias Rösler hatte man eine kleine Hubbühne installiert, damit auch weit entfernte Besucher der Eröffnung folgen konnten. In ihren Worten bekräftigten die beiden Politiker, dass sich die unermüdliche Arbeit der Organisatoren gelohnt hätte. Auch ein Jahr nach dem eigentlichen Festtermin waren diese ununterbrochen im Einsatz. Die Ehren der Eröffnung überließ Frank Neupold aber einem besonderen Geburtstagskind an diesem Tag. Erika Mattis, Ur-Prockwitzerin, durfte zu ihrem 70. das Festwochenende eröffnen. Hiermit ist die Festmeile eröffnet. Zwischen Silberstraße und Ziegelweg erstreckte sich die Festmeile. Über 30 Prockwitzer Höfe öffneten sich für die Besucher. Dabei hatten sich die Prockwitzer viel Mühe gegeben, die Häuser und Höfe festlich zu schmücken. Auf dem Hof Grosser gab es eine kleine Hochwasserausstellung und wer wollte, konnte ein Fotoshooting im Ambiente des alten Kuhstalles mitmachen, quasi ein Foto to go. Ganz besondere Oldtimer gab es auf dem Hof Hürdina. Hier wurde eine kleine Ausstellung mit Fahrzeugen längst vergangener Tage gezeigt. Die sind von unseren Freunden und Bekannten, ein Teil ist auch uns. Zum Beispiel hier haben wir von einem Bekannten von mir haben wir einen Pontiac Catalina stehen, also ein Baujahr 1964 mit 8 Zylinder, mit 6,5 Liter Hubraum. Im hinteren Bereich haben wir noch einen Fiat Topolino, dann einen kleinen gelben Fiat 500 dahinter. Dort im hinteren Bereich haben wir noch ein Tempo Dreirad stehen, Baujahr 42, dann noch zwei alte Motorräder. Und die Leute sind natürlich begeistert und interessiert auf jeden Fall. Wer wollte, konnte auch hier, wie in vielen anderen Höfen, Gegrilltes und Gebackenes genießen. Daniel Hürdina hatte extra einen Pizzaofen mit einer Anleitung aus dem Internet für das Fest gebaut. Ein ganz ähnliches Thema hatte der Hof Wilms zu bieten. Die IFA-Freunde Sachsen stellten hier ihre alten Karossen aus, darunter ein alter Melkus RS 1000 oder auch ein Formelrennwagen längst vergangener Tage. Wartburgs, Trabis, Barkas und Co. Ein Sammelsurium der Autobaugeschichte der ehemaligen DDR. Einen ganz anderen Blick in die Vergangenheit bot der Einkaufsmarkt Köhler. Den Konsum aus DDR-Zeiten zum Anfassen gab es hier mit vielen kleinen Erinnerungsstücken aus der Zeit von 1949 bis 1989. Extra für diesen Anlass war der Laden noch einmal in das Konsumgewand geschlüpft. Ansonsten den Laden, den gibt es ja schon immer. Seit 1901, Kolonialwarenladen, dann Konsum und dann war er Privatladen. Und ja, seit 1990 privat und jetzt habe ich den Laden seit 10 Jahren. Na, das sind jetzt zum Beispiel Spirituosen und die Zigarren, also Ausstellungsstücke sind das. Aber wir haben auch von DDR-Zeiten jetzt im Sortiment zum Beispiel das Brausepulver, was man kaufen kann. Na, das gibt es jetzt auch nicht so im Supermarkt, das gibt es wirklich dann nur so in den kleinen Läden zu kaufen. Hier haben wir auch nochmal so eine Warengruppe von Konsumzeiten, Tee und Kaffee und die Naschereien. Dann haben wir hier genau Mokka-Bohnen, die kann man kaufen, das ist ein Ausstellungsstück, eigentlich fast identisch. Oder Spadusan, das ist auch ganz... gab es ja früher auch schon. Riecht noch so wie Fischennadel. Die teils extra zusammengetragenen Artikel aus dem Arbeiter- und Bauernstaat kamen als Leihgaben aus dem DDR-Museum sowie von vielen Privatpersonen. Ob FF dabei und Eulenspiegel, hochprozentiges oder Kaffee und Tee,
für viele eine kleine Zeitreise zurück in die jüngere Geschichte des 1000-jährigen Brockwitz. Gleich nebenan im Hinterhof waren Kaninchen in einer kleinen Ausstellung begehrte Objekte. Im Hof Rötsch gab es von Freitag bis Sonntag eine Glasskulpturenausstellung zu bewundern, zu der auch diese Figuren gehörten. Die Infotafeln zur Coswiger Landwirtschafts-, Handels- und Gewerbegeschichte war ebenso Bestandteil wie die Musik der Liedonkels und einer Tüchershow in bunten Farben. Das gut besuchte Fest zählte insgesamt 30.000 Besucher. Unzählige Bands und Musikgruppen lieferten die musikalische Umrahmung zu dieser Feier. Beim Public Viewing rückten am Samstagabend dann auch noch Fußballfans lautstark auf die Festmeile. Gefallen hat es den Brockwitzern und seinen Gästen allemal. Vor allem der enorme Aufwand wurde allseits gelobt. Also ich muss so sagen, wir waren bei Rötsch drin, wir waren bei Mai drin. Wir fanden es eigentlich alle schön. Schön geschaltet. Also man muss sagen, dass die Leute sich schon alle sehr viel Mühe hier gegeben haben. Was wir so gesehen haben von außen, die Höfe, die sind hübsch geschmückt. Die Höfe sind sehr schön gemacht. Für und ist eigentlich einladend. Aber wir hatten jetzt so gar nicht so einen langen Aufenthalt hier geplant. Aber uns hat es bis jetzt, was wir gesehen haben, wirklich gut gefallen. Ja, dass die sich Mühe gegeben haben, das muss man sagen, ist liebevoll gemacht. Überall. Einwandfrei, wunderbar. Wetter spielt auch mit. Was will man mehr? Fast. Für Oberbürgermeister Frank Neupold galt es, diplomatisch zu bleiben. Es gibt viele schöne Höfe und ich will da auch keinen bevorzugen. Es geben sich wirklich alle Mühe, der kleinere und auch der größere Hof. Das muss man so sagen, aber wenn man ganz vorn anfängt und klein nach dem Herrn Dehner mal rechts abbiegt, das ist schon interessant. Und wenn man ganz durch ist und ganz am Ende auch nochmal in den Hof reinguckt, das ist auch ganz interessant. Und zwischendurch, sage ich mal, ohne Namen zu nennen. Sehr, sehr schöne Höfe. Ist auch interessant, ist schade, dass ein bisschen wenig Besucher da sind. Aber das ist vielleicht auch wetterbedingt oder auch warum auch immer, das ist nicht mal so. Aber ich denke schon, dass die Brockwitzer zufrieden sind. Wir konnten Ihnen nur einen kleinen Teil der vielen, vielen Höfe und der Festmeile mit ihren unterschiedlichsten Attraktionen zeigen. Fast zwei Wochen Feiern sind nun vorbei. Doch fest steht eines, von dieser 1001-Jahrfeier wird man noch lange sprechen.